Die Araber sind doch alle Schweine. Mein Gott, sind wir denn im Urwald? Sie wünschen? Wollen Sie die Wohnung etwa auch besichtigen? Aber ja. Tut mir sehr leid für Sie, Monsieur, aber sie ist schon vermietet. Ja, eben gerade. Jedenfalls so gut wie. Was will denn der Beduine da? Du lass ihn in Frieden, da drüben ist noch eine Zelle. Wir sind zwei, ist doch klar, was jetzt passiert. Ja und? Dann zisch mal ab, du. Aber echt nicht. Na bitte, dann wird's eben jetzt passieren. Ein Neger und ein Araber, die ein Mädchen vor zwei Weißen schützen, ist doch falsch rum, oder? Als den Beduine belästigt, hätte ich auch eingegriffen. Und bei dem Bimbo? Aber Neger allein? Das glaubst du doch selber nicht. Der muss schon Araber dabei haben, dass was läuft. In 5 Jahren ist Paris ein Altersheim, wenn die keinem unter 30 was vermieten. Du bist doch nicht so jung, du bist zu schwarz. Aufgelegt. Die vermieten nicht an Araber. Das beweist doch nicht, dass sie nicht an Neger vermieten. Und hier? Hier kannst du dann deine Hammel schlachten oder auch Bomben basteln. Naja, Spaß beiseite. Ich meine, eine Nähmaschine oder sowas. Entschuldigen Sie, Monsieur, wir haben gelesen, schönes, geräumiges Bad. Ach, lesen kannst du auch. Und dann wirst du noch Minister. Schnell, mach die Tür zu, mich verfolgen 2 Ausländer. Hilfe! Jean-René! Schnell! Ich hab Simon schreien gehört. Hast du ja wieder mal angeschrien? Ja, doppelt sogar. Denis, Rashid. Ich hab einen Scherz gemacht. Das nennt man Ironie. Jetzt bin ich hier, statt mit Virginie zu schlafen. Und du bist hier, statt in deinem Bett zu liegen. Ist mir lieber so. Haben die Männer alle die Macke, dass sie sich bei einer Frau ausweinen müssen, die einfach geküsst werden will? Dann küssen wir uns eben einfach. Na sowas. Hier sind ja unsere ganzen Kolonien vertreten. Nur weiter, keine Kontrolle. Sie sollten das Weiß ein wenig abtönen. Ja, aber je mehr man das Weiß abtönt, Vorsicht. Such dir lieber einen Job, zum Beispiel Krankenpfleger oder Postler. Da seid ihr Nigger doch Könige drin. Und du findest bestimmt auch eine Dienstwohnung, da seid ihr doch Spezialisten. Und brauche ich Drogen oder falsche Papiere, rufe ich dich an. Noch so ein rassistischer Spruch und ich hau dir in die Fresse. Du dreckiger Nigger. Diese Araber sind doch alle Schweine.